Hallo meine Lieben, ich begrüße euch zu einem neuen Video von mir. Es ist lange her, ich weiß, ich bin eine treulose Tomate, ich gebe zu. Nein, ich werde das Video jetzt nicht wieder unterbrechen. Bin aus dem Videodrehen irgendwie komplett raus und weiß gar nicht mehr, wie man so richtig mit der Kamera spricht. Ich fühle mich jetzt ein bisschen so, als hätte ich schon ewig kein Video mehr gedreht, denn das letzte ist, ich weiß nicht, 2 Monate her oder so. Ich weiß, ich bin euch zurzeit wirklich nicht treu. Das liegt aber einfach an der geringen Zeit, die ich habe und an meiner momentanen Lebenssituation ganz einfach, die sehr wenig Zeit für diese Dinge lässt. Und wenn ich dann mal Zeit habe, lese ich eben sehr viel oder mache andere Dinge, die mir gefallen. Und dann ist das Videodrehen, bleibt da ein bisschen auf der Strecke. Ich habe mir gesagt, dieses Jahr schließe ich eigentlich schon fast ab, zumindest was YouTube betrifft, und möchte nächstes Jahr einfach wieder normal starten, dass wieder alles normal verläuft. 2014 war einfach nicht mein YouTube-Jahr, wie ich merke, und ja, ich werde 2015 Besserung gelobigen, Besserung versprechen. Und fange jetzt einfach mal an, euch meinen Lesemonate zu präsentieren. Ich weiß nicht, welcher war der letzte. Ich glaube, Juli. Ja, ich habe zwischendurch meinen Unpacking gedreht, wenn ich mich nicht irre. Ich und mein Pony sind heute auch nicht so grün. Nicht so grün miteinander. Auf jeden Fall, wir verstehen uns zurzeit nicht so, denn er ist zu lang, wie man sieht. Und ich schaffe es aber erst morgen zum Friseur. Wie ihr seht, ich habe nicht mal Zeit zum Friseur zu gehen. Und ich wollte euch heute das Video trotzdem mal abdrehen. Deswegen entschuldigt, dass mein Pony nicht so gut aussieht. Aber ja, ich habe ihn jetzt einfach nicht anders bändigen können. Er ist zu lang für mein Gesicht. Man muss ihn jetzt immer so zur Seite. Nee. Gut, und zwar das Problem ist einfach, im August habe ich nur ein Buch ausgelesen. Ich habe ganz viel parallel gelesen, aber ich habe nur ein Buch ausgelesen. Sehe ich gerade, hier fehlt doch ein Buch. Habe ich gar nicht aufgeschrieben. Nein, es ist wirklich nicht mein YouTube-Jahr. Aber gut, im August habe ich nur eins, maximal zwei Bücher ausgelesen. Und da hätte es sich einfach nicht gelohnt, ein Video zu drehen. September sah dann schon besser. Naja, nee, da hatte ich nur zwei Bücher. Oktober war dann besser und deswegen kommt jetzt der richtige Rückblick der letzten 3 Monate. Gut. Ich habe im August gelesen ein Buch, und zwar das Buch von Michael Hübner, Stigma. Das war wirklich sehr gut. Oh Gott, ich weiß schon gar nicht mehr. Ich weiß, dass ich es gut fand. Ja, ich entsinne mich. Es war auch recht blutig, das stimmt. So wie das Cover auch vermuten lässt. Ja, hat mir auf jeden Fall gefallen. Es steht eins, zwei, ich glaube eins, Todesdrang. Steht auf jeden Fall auch auf meiner Wunschliste, und wird auch da bleiben. Da war es auch schon, bevor ich dieses Buch gelesen habe, einfach weil mich da die Story interessiert hat. Nach diesem Buch möchte ich immer noch was von diesem Autoren lesen und es hat mir gut gefallen und hat 4 Sterne bekommen. So, das war der August irgendwie so. Da habe ich dann 444 Seiten gelesen im ganzen Monat und ja, das waren 14 Seiten pro Tag. Genau. Ich weiß noch nicht mehr, ich glaube, ich habe das im September ausgelesen oder im Oktober. Ich glaube, es war Oktober. Den Nachfolgeband von Artikel 5. Wie hieß er? Gesetz der Rache? Ich glaube, Gesetz der Rache.
Und das hat mir auch ganz gut gefallen. Ich kann es euch jetzt nicht mehr zeigen. Ich habe es schon abgegeben. Ich muss das abgeben. Eigentlich wollte ich es für euch so lange behalten, wie, also bis ich das Video drehe. Aber das habe ich jetzt nicht mehr so ganz geschafft. Ich muss das halt einfach abgeben. Und ja, es hat mir gut gefallen. Es hat, ich glaube, aber nur 3 Sterne bekommen, weil ich doch recht lange daran gesessen habe. Ich habe es immer wieder unterbrochen. Aus Zeitmangel, aber auch aus Unlust weiterzulesen. Es war aber trotzdem ganz gut. Und ich bin auch gespannt auf den letzten Band. Aber ja, war halt nicht so mitreißend wie der erste Teil. Und ich glaube, ich habe dem nur 3 Sterne gegeben. Gut. The next one war dann im September Treue-Test von Jessica Brody. Das hat mir wieder sehr, sehr gut gefallen. Es hat 4 Sterne bekommen. In dem Buch geht es um eine Frau, die ja, so eine Art Lebensziel hat, und zwar, dass sie einfach die Männer, die den Frauen, ihren Frauen untreu sind, ans Messer liefert. Und damit halt keine Frau mehr unter einen untreuen Ehemann leiden muss. Sie hat es sich sozusagen zum Beruf gemacht, dieses Ziel. Jedenfalls kommt es da zu einer Komplikation, sag ich mal. Und das hat das Ganze sehr spannend gemacht, trotz dass es eigentlich nur so ein Frauenroman-Dingens ist. War aber dennoch sehr, sehr unterhaltsam, sehr spannend, auch lustig. Und auch nachdenklich, wieder mal kein schlechter Griff von mir, und ja, 4 Sterne. Kurz danach habe ich dann Ich darf nicht schlafen ausgelesen. War gut, hat 4 Sterne bekommen. Ich war wirklich gefesselt davon. Ich finde das Thema Amnesie sowieso sehr, sehr interessant, wie schlimm es für einen Menschen ist, der nichts mehr weiß, aufwacht und absolut keine Erinnerung hat. Ich finde das sehr, sehr beängstigend für mich selbst, aber ich finde es total interessant, darüber zu lesen, besonders in Thrillern zu lesen, wie so ein Mensch dann damit umgeht oder was der Autor da aus dieser Thematik gemacht hat. Und fand ich auch in diesem Buch wieder sehr gut umgesetzt, und auch gar nicht so abwegig. Und gerade das Ende war dann sehr, 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 wo ich dann wirklich wissen wollte, boah, wie geht das alles aus? Und man hat ja mal, man rätselt ja so als Thriller-Liebhaber immer so ein bisschen mit. Das kennt man wahrscheinlich, so innerlich denkt man sich so, ach, der ist es. Und dann kommt man wieder, denkt man sich wieder, ah nee, das kann doch gar nicht sein, oder ist es doch der? Und ja, und dann wollte ich wirklich wissen, bestätigt sich mein Verdacht, oder sind das nur Hirngespinst in dem Moment? Und wie klärt sich das alles auf, war sehr, sehr gut. Hat mir gut gefallen. Und ja, da gibt es nichts mehr hinzuzufügen. Ich bin wirklich so ein bisschen aus dem Drehen raus, merke ich gerade. Ich muss wieder lernen zu erzählen mit mir selber. Gut, das war dann der Monat September auch schon. Da habe ich dann halt 2 Bücher gelesen mit insgesamt 960 Seiten. Das waren 32 Brot pro Tag. Und Lesetaschengeld fällt dies ja auch flach. Da habe ich zwar immer aufgeschrieben, aber ich hab's nie meine Sparbüchse gemacht, weil ich dann kein Kleingeld hatte oder generell dafür kein Geld hatte, da was reinzustecken. Und ich mache das ab nächstes Jahr wieder ganz ordentlich und penibel. Und ja. Ich habe das einfach, irgendwann, wenn man was anfängt schweifen zu lassen, denkt man sich so, ach, jetzt nützt es auch nichts mehr. Ja, ich habe da nochmal Geld rausgenommen, weil ich, wie sie nicht, irgendwas für eine Straßenbahn brauchte oder so. Und dann hätte ich doch gar nicht mehr geschafft, das ganze Geld reinzufügen. Ich schreibe mir zwar jetzt trotzdem noch auf, was ich hätte angespart das Jahr, aber naja. So, dann ging es im Oktober weiter. Jetzt muss ich mal schnell mein Kindle holen. Okay, ja. Akku ist fast leer. Jetzt müssen wir uns ein bisschen beeilen. Und zwar, zuerst habe ich gelesen, und zwar Stirb leise, mein Engel von Andreas Götz, wie ich gerade schon sagte. Fand ich sehr, sehr gut. Das
Jugendbuch, den Thriller. War wieder sehr relativ seicht, sage ich mal, aber doch sehr spannend. Also ich habe schon ein paar Jugendthriller gelesen und die waren halt doch sehr, ja, leicht, ne? Aber der war schon ein bisschen doch ganz gut. Hat von mir 4 Sterne bekommen. Und dann habe ich danach ausgelesen, auch einen Thriller. Ich war generell im Oktober sehr in Thriller-Laune. Und zwar dieses. Benutzt von Mark Brandy. Und das, also alter Schwede, das war ein wirklich geiler Psychothriller. Also hammerhart, wirklich. Also da ist mir schon. Also das ist nichts für schwache Nerven, gar nicht. Fand ich, also besonders die Szenen. Also es geht da darum, dass ein Killer auf Rache gesinnt ist. Und der ist schon ziemlich Psycho, ja, und nimmt halt 3 Geiseln, sage ich mal, verschleppt die und lässt die dann an einem Reality-Spiel teilnehmen. Also sie sind da die Opfer, sage ich mal. Und die Leute, alle Menschen, die einen Internetanschluss haben, dürfen entscheiden, wie diese Mädchen bestraft werden sollen. Es ist dann so ein Lügendetektorspiel, welcher Mensch dem Mädchen glaubt. Und dann kann man abstimmen und das Mädchen, das dann halt die meisten oder wenigsten Stimmen bekommen hat, je nachdem, ich weiß es nicht mehr ganz genau, ja, wird dann bestraft auf echt üble Weise. Also das war sehr schockierend, ein bisschen auszuhalten, aber doch schon grenzwertig, was jetzt das Seichte betrifft. Also es war schon doch schon was für ein härteres Kaliber auf jeden Fall. Und fand ich auch absolut spannend. Ich war, boah, ich war echt geschockt und absolut angetan von der Schreibweise und von allem und wie das weiterging. Und ja, war gut, weil war wirklich ein guter Thriller, der, also so ein Thriller, wie ich schon lange einfach nicht mehr gelesen habe, dass der mich so eingenommen hat und so, boah, ist das krass, zurückgelassen hat, ne? Ja. Deswegen hat das 5 Sterne bekommen und war das beste Buch im Oktober. Danach brauchte ich dann doch mal ein wenig was Netteres und habe mich dann für 12 Monate, 17 Kerle und ein Happy End entschieden von Juli Rautenberg. Ich habe den zweiten Teil schon hier und habe mir dann auch vor kurzem den ersten dann mal ertauscht. Das Buch war auch richtig gut. War witzig, war. Also war wirklich ein gutes Unterhaltungsbuch. Und ja, ich kann zu den Büchern immer nicht viel sagen. Hier geht es halt darum, dass die Frau Rautenberg, die auch im Buch Juli heißt, also die Autorin ist gleich auch die Protagonistin und sie erzählt, wie sie in 12 Monaten, also in einem Jahr, 17 Kerle irgendwie hat, beziehungsweise sie versucht, bestimmte Sachen, um einen Mann kennenzulernen. Die hat dann immer so ein Motto in einem Monat und da versucht sie dann eben, Kerle aufzureißen auf diese Art und Weise. Ob es nur eine Kontaktanzeige ist oder im Chat oder Single Party oder Speed Dating oder so. Das probiert sie alles aus, um den Mann fürs Leben zu finden. Es stellt sich nicht so leicht heraus, wie man annimmt. Und das war sehr, sehr lustig und ja, einfach lustig zu verfolgen. Hat deswegen auch 4 Sterne bekommen. So. Dann wollte ich wieder Spannung und griff zu Christina Olsens Aschenputtel. Auch sehr, sehr gut. Also fand ich auch sehr spannend. Wollte immer zu wissen, wie es weitergeht. Hier geht es um es ist ein schwedischer Thriller. Es geht um
ja, Kinder, die verschwinden und dann halt tot gefunden werden. Also auch eher ein Thema, das nicht jedem behagt. Hat mir gut gefallen, fand ich sehr spannend und hat aber auch ordentlich Seiten. Also der Thriller ist nicht sehr dünn mit 494 Seiten. Genau. Und das letzte Buch, was ich euch jetzt zeigen möchte, ist Schwesternmord von Tess Gerritsen, das ich dann gelesen habe. Ich habe schon Ewigkeiten kein Tess Gerritsen Buch mehr gelesen, obwohl ich sehr, sehr oft Lust dazu hatte. Es war aber einfach so, dass ich eigentlich wegen den ganzen Challenges auf dieses Buch gewartet habe. Also ich habe gewartet, bis der Monat September? Ja, September kommt. Weil da war der Buchstabe S und T dran gewesen. Wollte es mir aber dann aufheben, weil das halt gut zum Buchstaben S gepasst hätte. Und ja, habe es jetzt aber gelesen und war wieder ein tolles Gerritsen-Buch. Das vierte mittlerweile. War da wieder voll drinne, war schön eklig teilweise und spannend und ja, einfach ein gutes Buch. Das hat 4 Sterne von mir bekommen. Ebenso wie eigentlich fast alle in diesem Monat oder in meiner Gesamtbewertung. Ich habe keine schlechten Bücher in der letzten Zeit gelesen. Es lag also nie an den Büchern direkt, außer vielleicht das Gesetz der Rache. Das war halt ein bisschen, ja, nicht immer so toll. Ich bin echt aus dem Video drin raus. Ich kann das nicht mehr. Ich kann nicht mehr richtig reden. Die Statistik für den Monat Oktober. Ich habe 5 Bücher gelesen, habe 1895 Seiten gelesen. Das macht im Schnitt 61 Seiten pro Tag. Einer der besseren Monate sozusagen. Und ja, 7 Euro habe ich wohl angespart, wenn ich Geld in meine Spardose gemacht hätte. Ja, das war's. Ich bin fertig und ja, kann wie gesagt irgendwie keine Videos mehr drehen, weil ich nicht mehr sprechen kann und mein Pony doof aussieht und überhaupt. Deswegen sage ich jetzt tschüss, macht's euch schön. Ich komme bald wieder, keine Sorge. Also ihr werdet mich dieses Jahr noch 2, 3 Mal sehen, so ist nicht. Aber ich will euch nichts versprechen. Wann? Es kommt was, aber wann? Das kann ich immer nicht so sagen, wenn ich Zeit und Lust habe. Macht's also gut, bis zum nächsten Mal und bleibt mir treu. Bis dann, ciao.